Jo, liebe Leute, ein herzliches Willkommen zurück zu Let's Play FIFA 23. Weiter geht's heute mit dem nächsten Spiel. Der Gegner unserer Truppe aus Bayreuth ist Waldhof Mannheim im Auswärtsspiel. Und danach geht's im Pokal gegen Bochum. Okay, durchaus machbar. Aber und dann geht's weiter in der Liga gegen Halle. Also die nächsten drei Partien werden extrem wichtig. Wir sind momentan Tabellenzweiter hinter dem TSV 1860 München, also, oder beziehungsweise wenn man es so sieht, drei bayerische Teams, die momentan auf den ersten drei, auf den Aufstiegsplätzen liegen, mit den 60er, mit uns und eben dem FC Ingolstadt. Na dann, auf geht's, gehen wir rein ins Match. Ich gucke gerade, ob die Mannschaft so ein bisschen passt. Ja, würde ich sagen, geht schon irgendwie. Es wird regnen, aber das soll sich abhalten mit dem vierten Sieg in Folge hier. Nachdem wir Dresden, Freiburg und Elversberg geschlagen haben, wollen wir natürlich mit Mannheim heute weitermachen. Und das wird definitiv alles anders als einfach. Die Serie wird irgendwann reißen, klar. Aber gucken. Hoffentlich nicht heute. Weil wir wollen ja noch ein bisschen was mitreden im Auftaktspiel. Na? Ist egal, komm, scheiß aufs Training, weiter geht's ins Match. Es ist eigentlich klar, wen wir hier heute besonders im Auge behalten werden. Denn im letzten Spiel war er die reinste Tormaschine. Ja, klappt fünfmal. Das heute auch wieder? Wir sind live dabei. EA Sports. Liebe Zuschauer, ich darf Sie sehr herzlich willkommen heißen hier bei unserem heutigen Spiel. Ich bin auch heute wieder voll Fuß und neben mir hat der Kollege Frank Buschmann Platz genommen. Und heute übertragen wir Ihnen ein Ligaspiel. Könnte heute ein klasse Spiel werden, Buschi. Ja, wollen wir mal schauen. Hier ist es nur ein Testspiel, aber es ist ein Ligaspiel, aber einiges. Ist ja klar bei diesen Mannschaften. Für ihn ist das hier die Premiere, Buschi. Und wir haben es ja alle gelesen. Wir haben die Schlagzeilen gesehen. Die Erwartungen sind groß. Wie siehst du das? Viele sagten ja, dem fehlt noch ein Flügelspieler. Das hat sich jetzt erledigt. Den haben sie. Einen absoluten Star, der helfen kann. Hm. Ja, schauen wir mal. Aber heute unser vierten Sieg in Folge holen. Die Mannschaft natürlich unverändert, klar. Warum sollten wir auch ändern? Weil es läuft ja momentan. Nach der Umstellung, nach der Niederlage gegen Köln. Seitdem läuft es bei uns. Klasse. Wenn auch wieder schlechte Phase kommen, sind halt einige junge Talente dabei, immer wieder. Aber mal gucken. Hier nun die Aufstellung der Gastgeber. Werfen einen kurzen Blick drauf. Wir spielen heute in einem offensiven 4-5-1. Interessante Entscheidung, Wolf. Da ist eine Menge los im Mittelfeld. Da brauchst du ja gute Leute. 4-2-3-1-System der der Mannheimer natürlich, nicht der Frankfurter. Und jetzt sehen wir hier also die Aufstellung. Und wir spielen das ganze Ding ein bisschen ähnlich. Auf der anderen Seite sehen wir heute die gleiche taktische Aufstellung. Das ist ebenfalls ein 4-5-1. Auch sehr offensiv. Wir spielen ebenfalls dieses 4-2-3-1. Ja, da. Auf ins Match, Spieltag Nummer 11. Auf geht's. Der Schiedsrichter pfeift diese Partie an. Mal schauen, was heute rocken irgendwie. Mal so ein bisschen die Anfangs. Phase überstehen, erster Lidi. Wir haben ja viele Gegentore im letzten Spiel immer wieder in der Anfangsphase kassiert. Energisch den Ball. Und das möchte ich gerne ein bisschen auch mal wieder mal so Ding zu Null. Ja, diesmal. Das habe ich gerochen, dass er den wollte. So spielen wollte. Schade, Ballfass. So was kann auch immer mal so teurer werden. Jetzt ist mal die rechte Seite ein bisschen offen, aber das macht Waldhof nicht gut. Schönes Ding. Oh, da habt ihr Pass. Guter Pass jetzt. Oh,
Kriegt er noch rum? Nee, richtig. Gehalten, aber wir schauen das war genau anders durch. Geplant eigentlich. Wollte er wieder, ich wollte wieder den Außenspieler rein, den Stürmer müssen wir den kurzen Weg nehmen. Pascal Sohm. Ah, den setzt er! Oder auch, das ist jetzt mit 2 gegen 1. Völlig aber frei und dann scheitert sie doch am Torhüter. Keeper macht da natürlich alles richtig, bleibt ruhig, macht zu. Ich werde natürlich den Weg weitergehen mit den jungen Talenten, das ist klar. Das ist mein Versuch, meine Spielphilosophie, das werde ich halt versuchen auszuhalten. Ja. Funktioniert es auch. Aber wie gesagt, jetzt erstmal rein ins Bild. Dann machen wir flott, pass auf, gegen Jan George, den ich da nicht durchkombinieren kann. Im Spiel gab es einen Sieg, heute soll es genauso positiv weitergehen. Ja, das wieder mal Dynamo Dresden. Spektakel mit reichlich Toren. Nee, Elversberg war es. Da muss ein bisschen Luft rausnehmen, nicht so wild zugehen. Ich setze auf ein Unentschieden. Ja. Der geht daneben. Wir müssen ein bisschen aufpassen, wir müssen die Räume da hinten ein bisschen eng stehen. Die Mannschaft ist natürlich extrem jung, das ist klar. Sind ja viele Spieler, die gerade mal 16, 17 vielleicht sind, die noch so ein bisschen am Anfang der Karriere stehen. Vielleicht werden da irgendwann mal unsere der absolute Superstars mal draus. Aber das ist noch ein sehr langer Weg. Jetzt sind wir erstmal hier und jetzt. Leppard. Da geht er volles Risiko mit dieser Grätsche im Strafraum. Aber hat funktioniert. Jetzt gibt's Einwurf. Und Jonas Sterner. Der aufpasst. Also einfach ist ein bisschen überstanden, aber mal. Noch haben wir keine wirkliche Chance. Beide Mannschaften eigentlich auch ohne ihre Chance. Da passt er auf und da kann klären. Ja, den muss ich jetzt rausspielen, weil sonst wäre es mit dem Fehlerleiten richtig eng geworden, weil nämlich alles offen war. Das war ja schon der Innenverteidiger. Hämmerich. Und jetzt muss er aufpassen. Chance zur Führung. Gehalten. Macht er gut. Gut gemacht. Also einfach wird diese Partie definitiv nicht. Das ist klar, Walter wird auf jeden Fall kämpfen müssen oder wollen, klar, und wir auch, aber Meier. Vielleicht Meier! Yes. Da ist er, der erste Treffer in diesem Spiel. 0-1, wieder mal ist es. Wir schauen noch mal kurz auf die Wiederholung. Zunächst der gefährliche Steilpass und dann lässt er sich das nicht nehmen. Der Top-Torjäger mit seinem Treffer. Kommt. Er macht auch wohl gerade 18 Jahre alt gerade mal. Ein Talent, den ich aus Belgien habe, den mein Scout aus Belgien gefunden hat. Die haben ja weit über 90er Potenzial. 92 oder so müsste der haben. Entwickelt sich auf jeden Fall gut, ist vorne ein guter Brecher, schnell. Kann also da vorne was werden. Und damit haben wir den ersten Treffer. Jetzt den muss ich auf jeden Fall auch, den will ich auf jeden Fall versuchen zu behalten. Ist auf jeden Fall auf der Blockliste, das heißt, er wird Sie sind nicht weiter am Ball. Frage ist, wo ist die Lücke? Wird nicht verkauft werden können. Mit Kanalmodi reinkriegen. Gewinnt dieses Duell. Ecke. Technischer Fehler. Morgana. Die Fans geben alles, von 60 die wollen den Ausgleich. Geholt vom Tabellenführer. Der Ball kommt rein. Schönes Ding. Oh, gib ihm. Hämmerich, Entschuldigung. Ah, das war jetzt ein bisschen blöder gemacht. Ganz hinten. Wichtig in dieser Szene, der Verteidiger holt sich den Ball. Ja, schön. Latteuer! Er ist noch heiß! Und das wäre fast das 2-0 geworden, aber das ist leider noch nicht. Bereinigt. Da kann er ihn stoppen. Und dann der nächste Ballverlust, der Waldhöfer. Leider nicht. Und da wird die Nachspielzeit angezeigt. Hand. Eine Minute gibt es noch oben drauf. Wie wird er entscheiden? Handhöger. Schiri lässt ihn da ohne Karte davonkommen. Ist aber okay. War ein Handspiel, aber es war keine Karte. Meiner Meinung nach. War es keine Karte. Offensivfußball geht anders, das ist hier nur noch reine Ergebnisverwaltung. Ja, kann ich nachvollziehen, wäre ein schöner Sieg,
aber ich kann auch die heimischen Naja, mit dem versucht mal. Kurze Eck, aber nichts passiert. Der Abpfiff und das war es mit Durchgang 1. Ja, 0-1, Halbzeitstand. Der Superstand, der Waldhöfer, bist ja auch noch ohne die Situation. Unser Top-Torjäger trifft mit seinem 9. Saisontor. Nach 34 Minuten, das ist das 0-1. Weiter geht's momentan in Richtung zweite Liga. Aber mal gucken. Aktuell noch 60 Stark, aber also wie gesagt, das ist ein reiner Ausbildungsverein. Mal gucken, was irgendwann passiert. Aber vielleicht ja irgendwann mal ein ganz großer Superstar zu uns kommt. Aber das ist jetzt erstmal nicht das Hauptaugenmerk. Hauptaugenmerk ist, diese Truppe aufzubauen. Maja. Und er soll auf jeden Fall. Maja, 2-0. 10. Tor. Doch mehr oder weniger im Griff. Sieht im Moment gut aus. Und das Tor gibt natürlich zusätzlich Selbstvertrauen. Das Tor aus kurzer Distanz hier. Karten Tempo an neuem und dann von der Katastrophe raus. Rein ins Glück. Ja. Ruhe und Technik, das sind die beiden Schlagworte. Hier steht es 2-0. Sieht alles ziemlich gut aus aktuell. So, ja, Bahn mit dem Ballverlust. Aber dann wieder gleichzeitig wieder mit dem nächsten Ballverlust. Gefährlich der Steilpass. Okay. Piri. Gefährlich. Im Strafraum kann das von Ajax geholt. Meter geben, aber es ist gut gegangen. Oder wunderbar, das funktioniert. Richard von dabei. Ja, kriegt er den vorbei? Der geht schön dazwischen. Das war auch ganz, ganz wichtig, weil sonst wäre es weg gewesen. Höger. Jetzt wird's gefährlich. Hartes Einsteigen. Ja, das muss da Minimum muss Geld geben. Das gibt es auch. Das ist korrekt. Gala. Das gibt Gelb. Die gibt vielleicht nicht jeder, aber geht in Ordnung. Gelb ist okay. Das ist auch zu spät gekommen. Das war nichts Böses. Das ist einfach, wie gesagt, nur ein... Einfach nur zu spät gekommen. Und da muss der auch hin, weil der hätte gepasst. Und sie haben ihn da viel zu frei zum Kopfball kommen lassen. Und dann plötzlich haben wir ja, das ist dann doch harmlos. Ja, sowas müssen sie konsequenter spielen. So, jetzt geht jemand mit raus, der heute nicht so effektiv war. Nämlich Jan George. Engloff kriegt eine neue Chance und hofft, dass er da zumindest ein bisschen was tun kann. So, ab die Post da hinten. Rein ins Glück vielleicht. Eckhoff! Gute Chance, aber vereitelt. Macht er ganz sicher. Sie üben schon früh Druck aus. Holen wir uns den Ballverlust, weil bei Mannheim. Unheimlich wichtig, dass er da zur Stelle ist. Okay, war jetzt ein bisschen blöder. Gefährliche Szene. Weiter gefährlich nach dieser Parade. Ah, und wenn der Lutz nicht aufmacht, ist hier 0-3. Es gibt einen von uns. Doch Ballverlust, das ist nicht gut. Ja, Ball in den 20 Minuten haben wir noch. Schlecht, Dörfler. Angriff erstmal gestoppt, aber ich glaube, das darf auch rot geben. Das ist absoluter Unfug, Blödsinn. Das darf nicht sein. Es gibt Gelb. Und da zeigt er ihn Gelb. Kann man durchaus Philipp geben. Der habe ich die gelbe Karte. Aber der richtige. Sieht alles momentan, wie gesagt, nach dem 5. Sieg in Folge aus. Er zwingt diesen Ballverlust. Ah, aber noch ist es nicht durch. 75 Minuten haben wir gerade erst fast gespielt. Jetzt können sie vielleicht kontern. Jetzt der Ball auf Jonas Sterner. Mit dem letzten Moment noch geklärt da. Ah, schießt sich da. Freistoß. Aufpassen, ja. Na Gala, der hat mir gesagt, gelb ist das Handspiel. Ja, die war keine Handschweige. Okay, alles gut.
Ich dachte, das wäre dann für ihn gewesen. Und dann sagen wir, Tunis aufpassen. Da haben sie die Chance. 3-0. Ist sogar ein Eigentor gewesen. 7-4 zu der Bayern Fach, 80. Minute. Da der Pech, Eigentor. Ah, das sieht natürlich immer unglücklich aus. So, jetzt werde ich natürlich den Wechsel ziehen mit Andermatt. Ich werde jetzt direkt alle Wechsel durchballern. Um halt da jetzt keine gelb-rote Karte zu riskieren. Warte mal, jetzt muss ich gucken, dass ich den Innenverteidiger noch da vorne überher habe, ne? Ich habe keinen Innenverteidiger momentan an Bord. Ich will mal Galla eigentlich rausnehmen. Ah, was machen wir denn da jetzt? Also 1, 2 habe ich jetzt. 3 mit George. Ja, spielt Uncino halt jetzt ein Verteidiger. Who cares? Ist halt so. So. Gut. Der Wechsel war ein bisschen durch. Meier war mit dran. Heute eine Situation, also an allen drei Toren irgendwo beteiligt. Passt also zum Einsatz. Loire, neue Mannschaft. Also vierfach Wechsel. Spätestens jetzt wird es eine ziemlich klare Angelegenheit. 3-0. So, vielleicht mal wieder ein 7-0. Das haben wir schon länger nicht mehr geschafft. Auf die Uhr, 9 Minuten bis zum Ende. Macht da gut Druck. Ja, jetzt verhindert noch ein bisschen was. Höger. Ja, taktisch zugelaufen. Auf außen ist Sterner. Platz. Was macht er draus? Ja, da muss er auch mal sehen. Nicht, dass es noch ein Eintracht für die Waldhilfe passiert. Oh, jetzt werden sie wechseln. Ecke in die Mitte. Sterner. Er zeigt auf den Punkt. Er gibt Elfmeter. Er gibt tatsächlich Elfmeter für Bayreuth. Die groß, da müssen wir gerade gucken, ob das wirklich ein Handspiel war. Und es war ein Handspiel und damit ist es richtig. So, große Chance. Eckdorf, Lilian Eckdorf. Das wäre wohl der Sieg, wenn der reingeht. Gut gemacht, der kann das verwandeln. Torlos. Serie gerissen, 0-4. Herr Römer hat diesmal Peter nichts dem Zufall überlassen und verwandelt den Ball oben in den Winkel unhaltbar. Keine Chance für den Keeper. Und er steht. Mittlerweile 4-0 in Mannheim. Sie liegen deutlich vorn. Nachspielzeit hier. Tor Nummer 5. War kein guter Pass. Das ist der Schlusspfiff in diesem Spiel. Die Gäste haben gewonnen. Ja, wieder mal sind sie nicht aufzuhalten. Sie machen ihre Tore. Sieg Nummer 4 und eigentlich mal wieder ein Sieg zu neu. Die Mannschaft mit dem besten Sturm deutlich zu erkennen. Tore, Treffer ohne Ende. Und dann kommt so ein Sieg dabei raus. Klar, wir wollen den Aufstieg holen. Vielleicht, also erste Linie, klar, Klassenerhalt, aber momentan sieht es tatsächlich in Richtung Aufstieg aus. Also passt auf jeden Fall. Nachdem dann nur 1-0 zur Pause führt, jetzt haben wir das deutliche 4-0 in Mannheim. Ein klarer Sieg. Passt. Ist das die Führung? Da ist er, der erste Treffer. Jedenfalls hat es gereicht, um hier weiterzukommen. So. Interview nach dem Spiel.
Er hat 60 eigentlich gespielt, das habe ich jetzt gar nicht gesehen. Ich glaube, haben die sogar verloren. Kann das sein, dass wir sogar Tabellenführer mittlerweile sind? Jetzt ist der nächste Gegner Bochum und dann geht's gegen Halle. Vielen Dank, dass Sie schon so kurz nach Spielende bei uns sind. Wir sind jetzt zu Hause gegen Halle. Ja, der Start ist definitiv gelungen. Ja, Bayer wird auf jeden Fall passen. Auf jeden Fall. Scheinbar der kommende Superstar. Wie gesagt, 18 Jahre jung ist Belgier. Mal gucken, wann vielleicht mal die Nationalmannschaft nochmal kommt. Ja, doch, klar. Beim Punkt wäre super gewesen. Dann wäre die Serie weitergegangen. Aber. Bin zufrieden. Es war auch verdient. Es war auch in der Höhe verdient. Mannheim hat wirklich kaum was auf die Reihe gekriegt. Ich habe ein, zwei Situationen hatten sie, mehr war es nicht. Gut, wie gesagt, nächster Gegner ist dann der VfL Bochum am Heimspiel im DFB-Pokal als ein Bundesligist. Das wird alles andere als einfach. Wir hatten verschaffen es, tatsächlich in die dritte Runde einzuziehen, die kleine Sensation zu schaffen. Aber das schaffen, sehen wir dann. Freue ich mich drauf, wenn ihr wieder einschaltet wird. Hier morgen bei FIFA um 14 Uhr und meiner Karriere in Bayreuth. Bis dann. Tschüssi.